geht. Wir sind heute beim High Rocks. Hier ist schon einiges los. Ich starte heute im Double, nennt sich das, und werde mit dem Robin das Event hier machen. Wird circa eine Stunde dauern, glaube ich. Ist immer, also was das High Rocks ist, ist so eine Stunde von immer 1000 Meter laufen und dann verschiedene Übungen, wie zum Beispiel Sled Pull oder Sled Push oder Skiok dazwischen. Und dann halt immer wieder genau die tausender Abschnitte laufen zwischen den einzelnen Übungen. Wird ordentlich hart, ein bisschen aus der Komfortzone raus mit 8 Kilometer insgesamt laufen, aber sehen das eher nur spaßig heute. Aber ich denke, wenn dann 3, 2, 1 go, dann wird es trotzdem ein bisschen kompetitiv. Also ich hoffe, wir können so ein bisschen zwischendurch aufnehmen und es wird nicht zu voll an den Rändern, wenn die Kamera abgeben. Mal sehen, wie das wird. So, Robin. Nervös? Ein bisschen? Ja, schon. Aber Nick mit Ärger mit. Seid ihr gut vorbereitet? Ja, wir haben richtig oft trainiert. Ja, aber Ärger hat neue Laufschuhe, ne? Nochmal? Ärger hat neue Laufschuhe. Ja. Wir haben Carbon drin. Carbon? Die ganz schnell. Spike. Ja. So, High Rocks beendet. Lief eigentlich ganz gut, glaube ich zumindest. Wir haben das Ganze in einer Stunde und 31 Sekunden beendet, was für das erste Mal gut war, denke ich. Manchmal ein bisschen verwirrt gewesen, weil man nicht so genau wusste, wo jetzt die einzelnen Gewichte liegen, wenn man das noch nie gemacht hat, aber sonst. Hat richtig viel Spaß gemacht und war auch richtig gut, dass so viele auch aus der Box mit dabei waren und das Ganze mitgemacht haben. Hallo! Gut! Ja? Wie war es bei dir? Sehr schön. Wie schnell wart ihr? 1:07. Perfekt, richtig gut. Richtig gut, das freut mich.
Was? Hat Spaß gemacht? Aber das ist der wahre König. Ohne den wäre ich gestorben. Du hast ihn gezogen. Ja. Mit einem Puls von 185. Maximalpuls. Maximalpuls. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Der hatte auch Spaß. Mega. Erzähl noch mal, was beim 99. Warboy passiert ist. Ich hab gedacht, wir wären beim 100. Warboy und hab den einfach auf die Seite gelegt. Ja. Dann hab ich erst gecheckt, scheiße, muss ja noch ein. Ja, 1 bis 100, ne? Ja, sehr gut. Dumm. Ja. Da waren die 30 Sekunden. Ach komm, mach keine Scheiße. Wie viele Strict Pull-Ups hast du gemacht? Wie viele? Ja. 21. Und wo hast du die gelernt? Bei Coach Neil. Nein, im Powerhouse. Zweiter Platz in einer Stunde. Und schnellstes Bestdoubles unter 29, knapp über eine Stunde 1. Und natürlich alle drei Teams qualified für die High Rocks Weltmeisterschaft. Jungs, herzlichen Glückwunsch, ihr seid qualifiziert für die High Rocks Weltmeisterschaft 2023. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg von Essen, sind Erster geworden, was uns, glaube ich, ein bisschen freut, ne? Doch. Ja, doch. Das heißt, glaube ich, ich habe mich noch nicht so da eingelesen, dass wir uns für Vegas die Worlds qualifiziert haben und die wären dann nächstes Jahr. Schauen, ob wir da hinfahren. Schauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dadurch, dass es halt, ja klar, sehr viel Laufen war, war es schon eine Herausforderung, aber diese ganzen Functional Fitness Movement Dinger, die waren vollkommen fein. Ich habe gerade noch zu Robin gesagt, als dann die Lunges und die Wallworlds noch anstanden zwischen dem Laufen, das war ja quasi das Ende. Das war dann so unser Wheelhouse und da konnte man dann nochmal ordentlich Gas geben. Also ich fand auch, von Beginn an haben wir eine relativ gute Pace gewählt, wo wir dann am Ende dann nochmal bei den Movements gut Gas geben konnten. Ja, auf jeden Fall. Sind auch beim Roar und beim Shiok gar nicht so hart rangegangen. Also es war overall ein gutes Event. Sehr laut. Genau, sehr laut. Wobei wir sagen müssen, Ziel war eigentlich unter einer Stunde zu bleiben. Das ist natürlich echt schade mit einer Stunde und 30 Sekunden. Können wir besser, ne? Das, ja. Von mir verschuldet, auch teilweise von mir verschuldet. Teilweise, ja. Beim 99. Wallball dann einfach mal so sich zu denken, komm, leg ich mal ab. Ja gut, ich habe auch ein paar Gewichte gesucht, weil ich habe erst an der Hälfte des Workouts gemerkt, dass die Bändchen, die wir anhaben, Moment, warte. Das grüne Bändchen, dass die dafür da sind, dass man die Gewichte sieht, in welcher Kategorie man ist. Ach so, jetzt. ne, ehrlich? Ja. Ja. Gut, ne? Sind wir das nächste Mal schlauer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr da mitmachen. Und dann laufen wir noch ein bisschen mehr, weil da waren einige kleine Laufmäuse unterwegs. Ne? Wow.
So, das Ganze war gestern ein bisschen turbulent. Von daher versuche ich mal die Eindrücke jetzt so ein bisschen zusammenzufassen und was ich von dem Ganzen dort gehalten habe. Ich finde den Hyrox ist ein sehr gutes Event, sehr gut organisiert. Sehr viele Menschen auf einem Fleck für nur quasi einen Kurs. Von daher haben sie es sehr, sehr gut organisiert. Sehr laut. Von daher war ich so mittendrin so ein bisschen gestresst. Max eher ja was ruhiger. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Event, da geht es halt ums Laufen. Von daher war das halt dementsprechend auch hart für uns. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, dass wir den ersten Platz gemacht haben und uns damit für die Worlds in Las Vegas qualifiziert haben. Bin ich auch ein bisschen überrascht gewesen, um ehrlich zu sein. Aber nicht umsonst haben wir uns die letzten Wochen so ein bisschen darauf vorbereitet, mit zweimal die Woche Intervalle laufen. Unser übliches CrossFit-Programm, Competition-Programm trägt dem Ganzen ja auch noch gut bei. Heißt, wenn wir dann wirklich in Las Vegas teilnehmen wollen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr laufen, damit das noch ein bisschen natürlicher kommt. Schön verschluckt. Aber alles in allem sehr gut gewesen. Sehr, sehr gut. Ich habe gerade noch eine Trainingssession gesehen. Wir haben heute Sonntag, die halt ein bisschen ruhiger war. Ein paar Snatches, ein paar Cleans, ein bisschen Gymnastics hinterher, um so ein bisschen den Körper in Schwung zu halten. Ja, wie schauen jetzt die nächsten Wochen aus? In den nächsten zwei Wochen versuche ich mich so ein bisschen auf den Lowlands Throwdown vorzubereiten. Wird ein bisschen weniger Laufen sein, ein bisschen mehr Liften und Gymnastics, trotzdem sehr viel Conditioning. Das heißt, die Intensität wird jetzt noch ein bisschen nach oben geschoben, sodass ich dann bereit bin, um mit dem Team beim Lowlands auch durchzustarten. Ja, ansonsten, ich glaube, es war ein sehr, sehr chaotischer, wilder Vlog. Wusste auch nicht immer, wie ich gestern alles einfangen sollte. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!